Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online, hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. A player needed for normal dungeon. Okay. Wir sind in Glenubra am Questen und sollen den guten Merrick wiederfinden, der von irgendeiner Daedra entführt worden ist. Und dafür sollen wir zum Inselturm, der rein zufällig hier an der Stelle ist, wo wir die letzte Folge beendet haben. Müssen jetzt mit der Miezekatze ein bisschen schwimmen hier und dann. Die Katzen mögen doch kein Wasser. Stirbt wahrscheinlich gerade 7 Tode. Ich würde auch sagen, tendenziell so viele kleine Inseln mal überall so sporadisch drüber gucken. Findet sich bestimmt ein bisschen Ingwer und eine Zitrone und Fischschleim. Da waren wir schon mal drauf, da war ja nix. Da kann ich mich sehr gut dran entsinnen. Wir sollen jetzt nach da eigentlich, aber wir gehen eben hier gucken. Hier noch was finden. Okay. Jetzt hier noch rum. Nirrenwurz. Ich höre dir trapsen. Sonst nichts hier. Hochkraxeln kann man auch nicht, also von daher. Gut, dann die Mursteininsel. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Abgeschlossen. Findet den Inselturm. Kamerad, hierher! Jawohl. Sofort. Direkt. Nix. Okay. Alles los. Kamerad! Wer seid ihr? Ich bin Jofnir Eisklinge, ehemaliger Meister der Kriegergilde. Unterbrecht mich nicht. Wir haben keine Zeit. Doshia hat Merrick mit unter die Insel genommen. Unter die ins Insel. Gewölbe. Sie benutzt Merricks Seele, um einen Anker zu beschwören. Warum seid ihr hier? Ich kann es nicht sagen. Meine Zeit wird immer kürzer. Rettet Merrick, haltet die Daedra auf, hütet euch vor den Anhängern Molag Bals. Okay. Kurze, knappe Ansage. So muss das sein. Was? Achso. Akelei. Nein, spring doch nicht ins Wasser, du stirbst. Und schnell erstmal ein bisschen hier, wo wir uns ins Getümmel stürzen. Die Ahorninsel ist das hier. Ist da eine Kiste oder ist das nur Holz? Der Explorer ist wieder voll im Fahrmodus. Krabben. Okay, Runstein. Der Weg war nicht ganz umsonst. Und die Insel da hinten düse ich jetzt nicht. Okay, dann schnell, schnell, schnell. Es fängt wieder an zu regnen. Betretet Doshias Versteck.
Merrick und Elif, die zwei, ne? Das scheint nichts zu sein. Auch nix. Wir nehmen wie immer das Gold und den Rundstein. Hier noch was? Ruckel, ruckel. Dann gehen wir den guten Merrick befreien. Turmbau zu Babel. Oh, noch mehr Kisten. Das gelobte Land. Ja, das lassen wir jetzt alles. Ups. Okay, das war's. Wir müssen da runter. Aber erst gehen wir rauf. Finden wir eben. Spinnenweben. Eklig. Was, die tote Spinne? Kann das sein? Oder Spinneneier, ich weiß nicht. Solo-Verlies. Für die höheren Tetra sind Scampe nützliche Diener. Ihre flinken Hände können Objekte tragen und diese manipulieren und sie sind gerade intelligent genug, um im Kampf listige Gegner abzugeben. Wir können nach Cyrodiil reisen, sobald ihr Stufe 10 seid, indem ihr mit L das Allianz Kriegsfeuer, würde ich gerne machen, aber ich glaube, dann ruckelt das nur noch hier. Werden wir auf jeden Fall noch machen, das PvP hier. Das hat nämlich immer Spaß gemacht. Ich denke, das machst du immer noch. Was ist hier los? Ich will Rezeptbücher finden. Kochutensilien sind auch cool. Eine reine Seele, Doshia. Enttäuscht mich nicht. Hier unten alle sammeln. Brauchen wir gar nicht. Ja, ja, ja. Ist gut. Ich will nur mal gucken hier. Okay, Sago können wir nicht plündern. Schade. Frische Scampi, haha. Ich glaube, wir haben was zu tun. Nein! Steht denn hier eine leere Truhe? Das ist wieder so demütigend. Mann. Hast du die Truhe gelootet, du kleiner
schmierige, fiese Kröte. Guck mal hier. Oh, eine Truhe. Ein Feuerstein. Fred Feuerstein. Bücher kann man... Äpfel nehme ich mit. Warum auch immer. Bücher kann man nicht lesen. Ein Reis. Der Preis ist heiß. So. Und da sind wir gekommen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was haben wir hier? Okay, ich denke, da müssen wir uns weiter durchboxen hier. Was ist hier? Eine Kiste. Hochelfisches Becken. Kiste mal. Da oben ist noch eine Kiste, aber die werden wir erstmal dezent ignorieren. Da blutet mir zwar jetzt schon das Herz, aber egal. Okay. Merrick, wo bist denn du? Freund oder Feind? Feind. Oh, Boss. Deine Seele wird dem Mortum entfallen. Ich werde euch auch verschlingen. Aua. Nein. Knapp. Ihr habt mich enttäuscht, du Schüler. Stander, mein Kopf. Dein Kopf? Mach mich mal. Schreibtisch leer, Bücherregal, Getränk. 8 Gold. Und nix. So, Merrick, was ist los hier, Jung? Sie hatte mich fast. Ich danke euch, Kamerad. Geht's euch gut? Ich muss mich nur kurz erholen. Wäret ihr nicht vorbeigekommen, mir wird es gut gehen, so Stander will. Was hat sie da gebrüllt? Sie würde eure Seele wollen? Ich habe gehört, sie steht mit dem Herrn der Lügen in Verbindung. Molag Bahl erntet Seelen für einen dunklen Plan. Er ist besonders an den Seelen der Gläubigen interessiert. Und was nun? Kamerad! Schnappt euch das Buch und ihre Notizen vom Tisch. Ich habe gesehen, wie sie etwas notiert hat, nachdem sie mit ihrem Meister sprach. Vielleicht erfahren wir so mehr von ihren Plänen und was dieser Mortuum Vivicus ist. Nehmt alles und dann verschwinden wir von hier. Okay. Erstattet sieht alle Farbenmeldungen. Hallo? Oh. Fix dabei, der Kollege. Unter wir verstehe ich was anderes. Möchte ich nur mal betont haben. Komm, wir gucken mal, ob die Kiste wieder da ist. Wenn sie denn überhaupt lootbar ist. Ja, ich glaube, die ist nur Deko. Jo. Jo. Und dann ging es links, ne? Ja, war ja dann eine schnelle Aufgabe.
Wenn ihr eine Feuerstelle benutzt, könnt ihr euch alle Rezepte, die ihr gelernt habt, und ihre benötigten Zutaten anzeigen lassen, indem ihr die Option Zutaten... Ja. So, jetzt haben wir eigentlich keine Questen mehr offen hier, ne? Kann das sein? Alles brav abgearbeitet. Guten Tag. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen, Kamerad. Ihr habt Merrick zu uns zurückgebracht. Er wurde von einer Nekromantin, einer Anhängerin Molag Bals, gefangen genommen. Molag Bal. Möge er in der Glut von tausend Sonnen schmoren. Das sieht ihm ähnlich, einen Assassinen loszuschicken, um einen edlen Krieger zu töten. Das ist die Waffe eines Feiglings. Sie wollten ihn für etwas mit dem Namen Mortum Vivicus. Wir haben dieses Tagebuch und einige Notizen gefunden. Schaut, der Mortum. Was? Und wie? Und ich kann in diesem Gekritzel weder Schwänze noch Schuppen erkennen. Unerheblich. Es wird dauern, dieses Gekrakel zu entziffern. Aber wir werden unseren besten Schreiber darauf ansetzen. Gibt es sonst noch was, was ich tun könnte? Ihr habt der Gilde heute einen großen Dienst erwiesen, Kamerad. Ich freue mich schon darauf, wieder mit euch zusammen zu kämpfen. Falls uns das Tagebuch irgendetwas verrät, dann sorge ich dafür, dass ihr es erfahrt. Okay. Ich werde flussabwärts nach euch Ausschau halten, Kamerad. Ihr werdet von uns hören, sobald wir das Tagebuch entschlüsselt haben. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Eine Einsatznachbesprechung, ja? Eine weise Entscheidung. Ich habe einen Geist gesehen auf der Insel. Er behauptete, der vorige Gildenmeister gewesen zu sein. Wie lange wird es eurer Meinung nach dauern, das Tagebuch zu entziffern? Hoffentlich nicht lange. Elif hat mir erzählt, dass ihr einige Schmuckstücke bei den Kultisten gefunden habt. Zwischen den Lappalien und den von euch gefundenen Notizen werden wir hoffentlich Ansatzpunkte für die Übersetzung finden. Ich habe einen Geist gesehen auf der Insel. Er behauptete, der vorige Gildenmeister gewesen zu sein. Jofnir? Seine Reise flussabwärts hat mich an diesen Posten gerufen. Was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, wo Merrick war. Er schien in Eile zu sein. Interessant. Ich werde mich mit unseren Schwestern von der Magiergilde in Verbindung setzen, um zu sehen, ob sie dieser Erscheinung nachgehen können. Ich versuche, den wandelnden Toten, soweit ich kann, aus dem Weg zu gehen. Okay, leb wohl. So, lass mal eben lunchen. Das würde ich nämlich jetzt gerne direkt anziehen. Ziemlich very nice. Trödel. 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 Petra-Fetzen. Trödel. Ach, du machst doch einfach so. Trödel. Schwerrüstung. Schwerrüstung. Brauche ich nicht mehr. Und die nächsten Ladungen an Loot, die wir kriegen, die werden wir dann zerlegen. Gut. Und wieder eine heldenhafte, epische Quest erledigt. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier einen Cut. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.